DJ Jürgen Trittin. Ich werde wahrscheinlich mit Franz Ferdinand Martinet anfangen und am Ende spiele ich immer Personal Jesus. Ich weiß nur noch nicht, ob das Original oder die Coverversion oder beides. Es gibt überhaupt nur eine Partei, die Wahlkampf für Europa macht. Das sind die Grünen. Ja, muss ich natürlich mal überraschen lassen. 3 Tagen Europawahl, Kommunalwahl, da will man ja sehen, was geboten ist hier in Stuttgart. Und wenn Jürgen Trittin auflegt, dann lasse ich mir das mit Sicherheit nicht entgehen. Nächsten Sonntag, egal wie das Wetter ist, geht ihr hin, wählt für den Gemeinderat und wählt für die Europawahl. Ein paar Sachen halt aus den 80ern auf und ein paar neuere Sachen. Das ist dann von White Stripes über Gun Delay bis halt Clash. Europaparlament hat heute in allen Fragen der Industriepolitik, der Wettbewerbspolitik, der Umweltpolitik, der Verbraucherpolitik, also in der Frage, wie wir leben, was wir essen, was für Luft wir atmen, mehr zu sagen als der Deutsche Bundestag. Das sagt euch jemand, der sitzt im Deutschen Bundestag. Weil das ist ein bewegliches Parlament, das ist nämlich ein Stück ähnlicher eine Disco und nicht so ein Formationstanz wie im Landtag und im Bundestag. Formationstanz heißt ja, da wird gewählt, dann gibt es eine Mehrheit und eine Minderheit. Die Minderheit kann machen, was sie will, kann so gut sein, wie sie will. Sie bleibt immer Minderheit. Und die Mehrheit kann so blöd sein, wie sie will, aber sie bleibt immer die Mehrheit bis zur nächsten Wahl. Das ist im Europaparlament anders. Da kann eine kleine Partei was durchsetzen. Weil ich doch mal hoffe, dass meine Stimme auch mal was verändern kann. Und wenn ich nicht wähle, dann wäre das ja auch bescheuert. Willkommene Pause in dem anstrengenden Wahlkampf. Richtig mal relaxen, in einer halben Stunde habe ich Geburtstag und mit Jürgen Trittin feiern. Super, ich bin begeistert, die Musik. Super, also ich war gerade ziemlich am Abgrenzen. Es ist ein bisschen warm gerade, deswegen bin ich auch draußen. Wir sind hier auf der coolsten Party schlechthin. Jürgen Trittin legt hier auf. Die Musikmischung war für Jung und Alt gleichermaßen erfolgreich, würde ich mal sagen, oder? Ja, kann ich nur unterstreichen, Jürgen. Perfekter Bär.